Der Jäger da vorne hat uns unsaft die Nacht mit Schüssen geweckt. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht, wir sind auf der Weser. Luca ist auch dabei. Moin. Und ja, ihr seht hinten, die Taschen sind voll gepackt und Schwimmwesten sind diesmal auch an, nicht so wie beim letzten Video. Ja, und wir werden jetzt heute mal wieder ein paar Kilometer schrubben und mal gucken, wo es uns hinbringt. Bis nachher. Jetzt gibt es erstmal einen Apfel und ja, wir sind jetzt ungefähr 4 Kilometer gefahren. Vielleicht sind wir in Hemeln, also da ist dann die Hälfte so ungefähr. Und ja, der Plan ist es auf jeden Fall, wir haben gerade mal bei Google Maps geguckt, an so einem Altarm, also an so einem abgeschnittenen Stück oder ein überflutetes Weserstück zu schlafen. Ja, das ist der Plan und die Sonne ist hinterm Berg. Da und ja, mit der Sonne geht's weiter die Weser runter. So hab ich's noch nie gehört. Aloha, ea, ea, aloha, ea, ea, aloha, ea, ea. Aloha, ea, ea, aloha, ea, ea, aloha, ea, ea. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da sind überall Biber im Wasser. Da hinten ist einer. Da vorne war eigentlich auch noch einer. Mal gucken, ob wir für euch nochmal einen auf Kamera kriegen, wenn es heller ist. Also wenn wir näher ranfahren. Beim nächsten Anleger geht es für uns raus. Wir sind jetzt in Bursfelde und auf Google Maps haben wir gesehen, dass da halt wie so ein See ist. Ich blende es euch hier mal ein. Wie ihr seht, es ist jetzt gleich 20 Uhr. Heißt, wir packen die ganzen Sachen dann erstmal aus und ja, dann gibt es erstmal unseren schönen Eintopf. Heute wird schön geköchelt. So ist auf jeden Fall der Plan. Wie es wird, seht ihr natürlich. Schneller als wir und bis gleich. Wie ihr hier auf Google Maps seht, ist das hier ein Naturschutzgebiet. Also hier ist nochmal der Google-Eintrag, Kloster Bursfelde. Ist auf jeden Fall, diese Teiche sind Naturschutzgebiet und waren auch mit Schildern am Wasser ausgezeichnet. Und somit haben wir uns dann flussabwärts einen anderen Platz gesucht, dass der aber jetzt auch nicht gerade der beste war. Haben wir am nächsten Morgen festgestellt. Wir haben heute auf jeden Fall ein bisschen was zu essen mit Kartoffeln. Da hinten sind auch noch ein paar Kartoffeln. Hier in dem Eimer haben wir ein paar Tomaten und 2 Zwiebeln. Dann haben wir hier noch da hinten Nudeln und hier sind Eier drin. Und wir haben auch eine Pfanne mit, einen Topf, um das alles halt zu machen und
Hier machen wir jetzt auf jeden Fall ein kleines Feuer. Hier habe ich schon ein bisschen Kienspan. Das zünde ich jetzt einfach mal an. Wir haben hier trockene Eiche. Schönes hartes Holz. Hier ist auch die schöne lange Axt. Wir haben auch eine kleine Axt mit. Und die Survival-Piraten-Tassen sind auch dabei. Bei Interesse einfach mal schreiben im Chat. Dann setze ich mich mit euch in Verbindung. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Feuer an. Feuer brennt und jetzt wird geschnippelt. In dem Topf hier sind jetzt ein paar Paprika, Tomaten und Kartoffeln. Und das wird jetzt erstmal für 10 Minuten ans Feuer gestellt. Und die restlichen Kartoffeln liegen da und werden auch schon mal heiß gemacht. Und dann kommt das in die Pfanne und wird alles mit den Eiern angebraten. Und hier seht ihr das Wasser und ihr könnt ja mal schätzen, was jetzt passiert mit dem Glas, ob es springt oder nicht. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass es nicht springt, aber wir sehen es auch hier. Und ich verrate euch den Trick. Wenn ihr mal kein Öl parat habt, dann nimmt man einfach eine Zwiebel und reibt die hier und dann brennt auch nichts mehr an. Über die Pfanne oder in den Topf rein. So ein kleiner Tipp am Rande. Das hier kocht schon und das liegt daran, dass wenn das Wasser bis Rand voll ist, da seht ihr, dass es kocht, dann ist die Oberspannung so hoch, dass das Glas nicht springt. Und hier habe ich jetzt auch mein Ei angepiekst und in dem Topf hier sieht es auch schon ganz gut aus. Zeige ich das mal. Also das köchelt alles gut für mich. Das ist auf jeden Fall fertig, die Würstchen sind fertig gekocht und hier ist das Ei fertig und jetzt kommt das halt alles zusammen. So sieht das im Kompletten jetzt aus. Hier vorne haben wir die 3 Eier, da hinten haben wir die 4 Kartoffeln und hier vorne haben wir noch 2 Würstchen. Und Luca hat hier einmal fertig Linseneintopf und macht sich da noch 2 Würstchen rein. Da vorne ist das Wasser hier. Und ja, hier pennen wir. Ihr seht das morgen früh aber auch nochmal. Und hier legen wir jetzt unsere Sachen hin. Und dann geht's ins Bettchen. Da hinten seht ihr noch das Feuer so ein bisschen vor sich hin brennen. Wir sind wie gesagt jetzt hier am Wasser. Liegen in den Betten, in unseren Biwaksäcken drin. Und wir sehen uns morgen früh. Und dann seht ihr auch, mit was wir schlafen. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal das schöne, kuschelige Schafsfell. Und ja, bis morgen früh. Das ist auf jeden Fall der Der Jäger da vorne hat uns unsaft die Nacht mit Schüssen geweckt, weil er Kormorane geschossen hat. Wie ihr seht, die Sachen sind alle weg. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, gucken nochmal vorne, ob da noch ein paar Sachen sind, ob wir welche vergessen haben. Und ja, dann machen wir uns los und wir sehen uns dann zu Hause, wenn wir alle Sachen nochmal weggepackt haben. Und dann gibt es nochmal wie immer ein kleines Schlussfazit. Ja, nochmal zu dem Vorfall zum Jäger. Das Problem war halt, wir haben uns direkt in die Nähe von so einem Jägerstand gelegt. Und der hat dann übers Wasser hin Kormorane gejagt. Und so sind wir halt wach geworden am nächsten Morgen. Und an sich sonst hat aber alles gut funktioniert. Das mit dem, ja, mit dem Naturschutzgebiet war halt sehr dumm gelaufen. Deswegen mussten wir dann in der Nacht noch weiter flussabwärts fahren. Aber was soll's. Dort, wo wir geschlafen haben, haben wir gut geschlafen. Wir haben gut gegessen. Und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall noch ein paar mehr Kanutouren geben.
liken und abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr diesen Content einfach nicht verpassen wollt. Jetzt in 2 Wochen geht's mit dem Hund raus und danach ist auch schon wieder was geplant. Also liken und abonnieren, Glocke aktivieren. Ciao, ciao.